Hallöchen und willkommen bei Pandido Gaming und dem zweiten Teil von Olafs Abenteuer. Da singt er mir schon dazwischen, der süße Kleine. Ja, und mit mir, eure Elena. Ja, ich winke auch nochmal kurz. So, jetzt schnell wieder Hände ans Steuer. Ja, wir haben im letzten Teil ja schon ein bisschen hier im Winterwunderland rumgespielt und ein bisschen... Oh, Eislaufen, das können wir noch nicht spielen. Schneeballschlachten, ja, vollzogen. Oh Gott. Sicher, das können wir noch länger so machen. Ja, hast du recht, Olaf, das können wir noch länger so machen. Gott, man muss immer drauf warten, was er jetzt gleich sagt. Das ist spontan nur 10. Aber schade, dass wir nicht dieses Eislaufen machen können. Ich frage mich, ob wir das freispielen müssen oder ob wir das kaufen müssen. Sag mal, Olaf, der macht nur Faxen, ne? Wenn man mal kurz nicht spielt, macht der nur Faxen. Da rennt er da im Himmel rum und springt und teilt sich in 5 Teile. Das ist so verrückt, du Kleiner. So, was leuchtet denn? Das Schloss ist wach. Ja, das Schloss ist wach, du hast ja recht. Ich wollte gerade sagen, da hinten glänzt und glitzert das ja so. Können wir das jetzt besuchen, das Schloss? Wow. Erstmal noch einen Eiskristall einsammeln. Da waren wir wieder sehr aufmerksam. Also, der ist doch echt, der bringt mich nur zum Lachen. Hör mal auf, Olaf. Ich muss mich doch konzentrieren hier. Ach, da ist Annas Geburtstagskuchen, oder? Ich glaube, den müssen wir nämlich auch retten. Das ist also, wir ist... Ich muss sagen, dass das Spiel so eine riesengroße Geschichte beinhaltet, glaube ich. Ne? Also es geht hauptsächlich irgendwie um Annas Geburtstagskuchen, der gerettet werden muss. Und wenn wir das geschafft haben, spielt Olaf sich auch durch die weiteren Welten. Wie gesagt, Sommer, Frühling und Winter. Ich glaube, den Herbst irgendwie nicht. Aber korrigiert mich, wenn ich da falsch informiert bin. Nee, weil da zeigt es zum Frühling und links zum Eislaufen. Und ich glaube, wir müssen uns das tatsächlich freispielen. Deswegen. So, jetzt haben wir aber die... Nee, wir haben noch nicht 10 von 10. Warum muss ich erst alle 10 Eiskristalle geschafft haben, damit ich hier weitermache? Na gut. Komm, Olaf, rauf mit deinem Köpfchen. Ja, aber... Also, ist gerade nicht so ganz klar, ihr merkt das wahrscheinlich, wie ich jetzt da hinten zu dem Schloss komme. Weil ich meine, ich habe jetzt hier schon mit dem lustigen Marshmallow, und so lustig ist er nicht, wenn er uns mit Rieseneisbällen bewirft, schon eine tolle Schneeballschlacht gespielt. Ich habe selber den Olaf abgeworfen, und zwar bravourös. Ja, mit Bravour. Man könnte meinen, man gewöhnt sich dran, aber nein, leider nicht. Ja, und nebenbei, wie gesagt, teilt sich Olaf in 1000 Teile. Und trotzdem komme ich ja noch nicht weiter. Das Schloss ist doch erwacht. Wie mache ich denn das jetzt? Es wäre so schön, wenn ihr hier reinschreien könntet. Ja, ja, komm, wir spielen aber noch mal ein paar Spiele. Wir werfen Olaf ab. Oh, ja, vielleicht kriegen wir dann genug Punkte. Ja, los geht's, mein Lieber. Das ist wie Bowling oder Kegeln. Vielleicht spielt ihr das ja manchmal. Ich habe das auf meinem Kindergeburtstag früher so gerne gespielt. Alle da hier in Gruppen und Teamarbeit mit den großen Kugeln alle Kegel. Oh, da ist ein lustiges, ein Elch. War das ein Elch? Dann abwirfst. Ja, und wir haben jetzt hier einfach, eigentlich haben wir es ja ein bisschen einfacher. Wir müssen ja nur in Anführungsstrichen Olaf abwerfen. Aber der ist ganz schön flink, ne? Der entkommt uns recht gut. So, das haben wir jetzt gemacht. Und trotzdem habe ich keinen neuen Eiskristall bekommen. Warum? So hilf. Ha. Wie komme ich denn sonst wieder zur Übersichtskarte? Toll, also weder nach rechts noch nach links kann ich. Hol dir die ganze App-Erfahrung. Ach so, wie muss ich... Ach, habt ihr das gesehen? Frühling muss ich mir freikaufen, ne? 1,99 stand da. Ah, ja, stimmt, das ist eine kostenpflichtige App. Na, das machen wir wann anders. Jetzt spielen wir erst nochmal hier weiter im Winter. Ja, und wie auch immer, da ist ja sowieso gerade ein Eiskristall gekommen. Dankeschön. Wow! Ich muss aber auch sagen, ein bisschen traurig bin ich zwar, dass ich hier nicht mehr Spiele gerade in der Winterwelt spielen kann. Musik gemacht. Stimmt, ich habe Musik gemacht. Aber ich finde diese Details sehr, sehr schön, die in der App aufgebaut sind. Also wir haben eine wirklich tolle Landschaft. Auch so ein bisschen weitreichend. Es ist nicht nur, als wäre es hier ein flaches ein Bild, sondern man denkt, man kann hinter die ganzen... Wow. Berge etc. gehen. Und auch wenn er da so redet und ein bisschen sich selbst beschäftigt, der Olaf, das ist ein sehr, sehr schön gestaltetes Spiel bisher. Aber trotzdem ärgert es mich echt, dass ich nicht dahinter kann. Weil wie gesagt, die Frühling- und Sommerwelt müssen wir uns wohl erkaufen. Also das Spiel an sich hatte auch was gekostet, aber... Irgendwie habe ich mir mehr von der Winterwelt erwartet. Ja. Ja, da brauchst du jetzt auch gar nicht lachen, Olaf. Oh, können wir nicht einfach diesen Kuchen da essen? Guck mal hier. Oh, mit Sonnenblumen drauf. Hm. Nee, der Frühling lockt aber auch, ne? Jetzt nachdem man hier in der Winterwelt gefangen ist und sowieso wir ja jetzt auch gerade hier ellenlangen Winter hatten. Und dann siehst du da drüben hier den schönen sonnenbestrahlten, blumigen Frühling. Ein bisschen neidisch, willst du da rüberhüpfen?
Das machen die schon ganz schön geschickt hier, die Leute von Disney. Disney ist das, ne? Disney's Frozen. Naja, guck mal einfach Olaf ein bisschen weiter zu, wie er hier tollpatschig ist. Warum passiert das immer wieder? Wie lustig. Warum passiert das immer wieder, fragt er. Ich meine, er läuft einfach durch die Gegend und genau auf ihn kommt der Schneehaufen. Irgendwie erinnert das mich an mich selbst. Also ich glaube auch immer so fett der Film rein. Naja, man sieht das wohl so ein bisschen an als kleiner Tollpatsch. Das hat ja auch manchmal ein bisschen tollpatschig. Ich hoffe, ja? Das macht ja nur sympathisch. So, Olaf, dann pfeifen uns doch mal was vor hier. Oh Gott, wenn ich das mache, tut das weh, ne? Ist mein Mikro zu laut. Ich lasse es lieber. Wir lassen nur den Olaf pfeifen. Ja, Olaf, meistens dann gucken wir dir einfach ein bisschen beim Spaß machen rum zu. Ist ja so schon, ist ja wie bei den Minions, ne? Da waren auch die wirklich der Held des Films und haben dann am Ende auch einen eigenen Kinofilm bekommen, weil sie einfach viel lustiger sind als der Rest. Und so ist gerade auch Olaf. Ja, ich versuche dich jetzt zu erwischen. Na komm, dann mach ich das nochmal. Wenn du mich hier so provozierst, kriegst du nochmal ein paar Schneebälle ab, mein Lieber. Ha! Mist, jetzt ist er ausgewichen. Da habe ich erwischt. Hast du etwa geübt? Ja, ich habe geübt. Ich habe geübt und ich treffe dich jetzt aber hier von vorne. Ja, und los. Oui, und schon wieder. Sie müssen wirklich mit dem Finger in Richtung Olaf ziehen, ne? Wirklich so entlang streichen auf dem Mauspad. Oder dem Touchpad. Getroffen! Ja, der war richtig gut. Ich bin ganz stolz auf mich. Na komm, einer geht noch, oder? Wow! Volle Möhre. Volle Möhre in die Möhre. Wunderbar. Ja, Olaf, da staunst du. Da staunst du. Jetzt habe ich es dir gezeigt. Aber wisst ihr was? Wir machen einfach im nächsten Spiel weiter. Gehen, glaube ich, einfach doch mal in den Frühling rein. Oder schauen mal, ob ich das bis dahin hinbekommen habe, ins Eisschloss zu kommen. Lasst euch überraschen. Ich hoffe, euch hatte trotzdem Olafs Spaß, Spiel und Frechdachserei. Wörter erfunden, gefallen. Wenn ja, kommentiert es, lasst meinen Daumen da oder ein Abo. Ich freue mich auf den nächsten Teil.